بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Das Thema von heute ist, warum Hadithe, wenn der Koran komplett ist. Es gibt einige Feinde des Islams und das fing alles an, oder fing nicht erst an, aber das wurde nochmal so richtig erneuert mit Ignaz Golz hier, einem jüdischen Orientalisten, der die Sunna angegriffen hat. Es gibt Feinde, die versuchen, die zweite Quelle des Islams zu zerstören, um damit den Koran zu ihrem Selbstbedienungsladen zu machen. Denn die Sunna, das heißt das, was der Prophet gemacht hat, das, was der Prophet getan hat, unser edler Prophet eigentlich, man könnte sagen, nicht die Sunna, man könnte sagen, Mohammed, alayhi salatu wasalam, ist die Erklärung des Korans. Allah hat aus seiner Huld uns nicht nur ein Buch herabgesandt, sondern er hat dieses Buch in Zeitabschnitten, so wie es in Sure 17 auf der letzten Seite steht, zu bestimmten Ereignissen herabgesandt. Deswegen gibt es auch an manchen Stellen, wo gefragt wird, sie fragen dich nach diesem, sie fragen dich nach jenem, und dann kommt die Antwort von Allah. Ja, Allah hat nicht nur das Buch herabgesandt, sondern in seiner Huld auch noch denjenigen, der uns dieses Buch verdeutlicht. Und deswegen sagt Allah im Koran in Sure 16, Vers 44, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. So. Und die Feinde der Sunna, die brauchen jetzt einen Weg. Und was man immer gerne macht, ist, man behauptet etwas über Leute, und versucht dann diese Behauptung, widerlegt dann diese Behauptung, beziehungsweise zeigt, wie lächerlich diese Behauptung ist, um den anderen blöd dastehen zu lassen. Und so wird dann behauptet, diejenigen, die an die Sunna glauben, die glauben, dass der Koran nicht komplett ist, die achten den Koran nicht, die lieben den Koran nicht, etc. etc. Erstmal. Durch die Sunna wird uns überliefert, wie wir den Koran zu ehren und zu schätzen haben und wie der Prophet den Koran geehrt hat und wie der Prophet a.s.w. den Koran gelesen hat. Nämlich, dass er stundenlang im Gebet stand, wie er zum Beispiel Salat al-Khusuf gemacht hat, wie er in einem Rakat Suren gelesen hat, die Stunden gedauert haben. Das wissen wir durch den Koran. Das wissen wir durch die Sunna. Durch die Sunna wissen wir, ja, so viele Dinge, wie der Koran geehrt wurde von den Sahaba, wie der Koran geehrt wurde von den Propheten, alayhi salatu wasalam. Ja. Und durch den Koran wissen wir, dass der Prophet derjenige ist, der uns den Koran erklärt. Allah sagt in Sure 16, Vers 44, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Wir haben zu dir Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt wurde. Das heißt, wozu ist das da? Es ist dazu da, um es klarzustellen. Dann kommen sie, wie gesagt, stellen das so dar, als wenn wir den Koran als nicht ausreichend sehen würden, als mangelhaft sehen würden. Und wenn den Koran als mangelhaft ansieht, ist ein Käfer. Sondern jeder Muslim muss den Koran ehren. Wer sich über den Koran lustig macht, tritt aus der Religion raus. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum. Sprich über Allah und seine Zeichen und seinen Gesandten macht euch lustig. In Sure 9 ist das. Vers 60 bis 65. Ja, irgendwo da, zwischen Vers 16 und 65. Spricht darüber, macht euch lustig. Entschuldigt euch nicht, ihr seid schon ungläubig geworden, nachdem ihr gläubig wart. Die haben vorher geglaubt, aber das hat sie aus der Religion rausgebracht. Das heißt, jeder Muslim muss den Koran ehren. Und ein Muslim, der sagt, der Koran ist mangelhaft, ist kein Muslim. Das heißt, wir sagen, der Koran ist perfekt. Und der Koran ist vollständig. Aber was meinen wir mit vollständig? Vollständig so, wie Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass er offenbart wurde. Aber Allah wollte absichtlich, dass dieser Koran mit einer Erklärung herabgesandt wird. Warum? Unter anderem, um den Propheten zu ehren. Denn was für eine, weil der Prophet Muhammad a.s.
das beliebteste Geschöpf bei ihm ist. Und wie wird er geehrt dadurch, dass er das Recht hat, als einziger den Koran zu interpretieren, unabhängig zu interpretieren. Natürlich darf man den Koran interpretieren, aber der Prophet kann ihn unabhängig interpretieren von irgendeinem anderen Menschen. Wenn wir den Koran interpretieren, müssen wir uns an bestimmte Regeln halten, die auch vom Koran und vom Propheten a.s.w. vorgegeben wurden. Okay? Das ist eine Ehre für ihn. Dann, um diejenigen zu stigmatisieren, zu zeigen, deutlich zu machen, die in ihrem Herzen den Willen zum Abschweifen haben. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt, wenn wir sagen, wir glauben an die Sunna, sagen wir damit nicht, der Koran ist mangelhaft, sagen wir damit nicht, der Koran ist fehlerhaft, das ist Kufr, sondern wir sagen, wir glauben an die Sunna, weil wir glauben, dass der Prophet den Koran erklärt, weil wir an den Koran glauben und der Koran uns sagt, dass wir uns an den Propheten halten müssen. Allah sagt in Sure 4, Vers 59, Atiullah wa Atiur Rasul, gehorcht Allah und gehorcht den Gesandten. Er sagt an einer anderen Stelle in Sure 4, wenn Yuti Rasul fragt Abta Allah, und wer den Gesandten gehorcht hat, Allah gehorcht. Und er sagt in Sure 3, Vers 31, Kul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Das heißt, den Weg des Propheten, der Sunna. Und Allah wird euch lieben. Allah sagt so 16 bis 44, wie ich schon gesagt habe, dass der Prophet die Ermahnung herabgesandt bekommen hat, um uns zu erklären, zu verdeutlichen, was damit gemeint ist. Und schaut euch an, wie die anderen Religionen in die Irre gegangen sind, weil sie keine Erklärung für ihre Bücher gehabt haben. Beziehungsweise diese Erklärung auf Seite gelegt haben. Und es war immer der Wille von Allah, dass ein Buch, ein heiliges Buch mit einem Propheten herabkommt. Er hat die Bücher nicht vom Himmel geworfen. Er hat nicht die Bücher als Flugblätter herabsausen lassen, dass jeder macht, was er will, sondern mit einer Erklärung. Ganz klar. Und es gibt so viele Dinge im Koran, im Islam, die keiner leugnen kann. Geschichtliche Dinge. Ja? Dinge, die von der Ibadah, zum Beispiel, dass man am 9. von Dhul-Hijjah in Arafah stehen muss, wenn man Hajj macht. Wo steht das im Koran? Wo steht im Koran der genaue Anteil vom Zakat? Wo steht im Koran, wie man den Adhan genau verrichtet? Wo steht im Koran genau, wie man Sujud macht? Alles Sachen, die überall, an jedem Ort der Welt, in jedem Land der Muslime verbreitet wurden. Und die keiner leugnen kann, dass das wirklich so vom Propheten a.s.w. gemacht wurde, mit kleinen Unterschieden. Ja? Deswegen, wie gesagt, wir brauchen die Hadithe nicht, weil der Koran unvollständig ist. Das hat auch noch nie ein Gelehrter von Ahl-Sunna wa Jama'a behauptet, sondern wir brauchen die Hadithe, wir brauchen die Rechtleitung des Propheten, weil Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass wir uns an den Koran halten und an die Sunna halten. Sprich, gehorcht Allah und gehorcht den Gesandten. Allah sagt im Koran, in Sure 62, Vers 2, Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulun minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wa al-hikma. Er ist derjenige, der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen erweckt hat, damit er ihnen das Buch lehrt und was noch? Und die Hikma. Und dazu sagt Imam Schäfer, dass mit der Hikma was gemeint ist? Dass mit der Hikma die Sunna gemeint ist. Die Sunna ist ein fachspezifischer Begriff. Wir hätten es auch Hikma nennen können. Die Weisheit. Und deswegen ist ganz klar, die Leute, die so etwas erzählen, verdrehen die Tatsachen. Keiner ehrt den Koran, wie wir den Koran ehren. Und keiner ehrt den Koran, wie diejenigen, die sich an den Koran halten. Und weil sie sich an den Koran halten, den Weg des Propheten alayhi salatu wassalam folgen. Der uns vom Koran befohlen wurde. Nämlich an dutzenden Stellen,
dass wir dem Propheten gehorchen sollen. An dutzenden Stellen, dass wir dem Propheten folgen sollen, wie Sure 3, Vers 31. An anderen Stellen, dass Allah zwei Dinge herabgesandt hat. Ja? Koran und Hikma, die der Prophet a.s.w. uns beibringt. An einer anderen Stelle, dass der Prophet a.s.w. uns den Koran erklärt. Wenn wir sagen, nö, wollen wir nicht, wir folgen nicht dem Propheten, wir gehorchen nicht dem Propheten, wir nehmen die Erklärung des Propheten vom Koran nicht an und wir folgen auch dem logischen Menschenverstand nicht, nämlich, dass viele Dinge, die heute überall in der islamischen Welt praktiziert werden, im Koran nicht direkt erwähnt werden, wie zum Beispiel das Stehen am Tag von Arafat in Arafat, am 9. Dhul-Hijja bei der Hajj. Der wichtigste Tag der Hajj steht so nicht im Koran. Steht nicht drin, wie viele Runden Tawaf man macht. Aber alle Muslime auf der ganzen Welt wissen, wir machen 7 Runden Tawaf. Wo steht das im Koran? Wo steht im Koran, dass man dann hinter Makam Ibrahim 2 Rakats betet, dem ersten Fatiha und Kul Yayu Kafirun, zweiten Fatiha und Kul Hu Allahu Ahad? Wo steht das im Koran? Im Koran steht, Watakhidhu min Makam Ibrahim und Musalla. Aber wissen wir nicht, dass man 2 Rakats beten muss. Wo steht, dass man 2 Rakats betet, 3 Rakats betet, 4 Rakats betet? Wo steht das? Steht da nicht. Warum? Weil der Koran mangelhaft ist? Nein, der Koran ist nicht mangelhaft. Weil Allah wollte, dass es uns so überbracht wird. Weil Allah wollte, dass es uns so oder so gebracht wird. Und wer etwas anderes sagt, wer sagt, ich muss dem Propheten nicht gehorchen, ich muss dem Propheten a.s.w. nicht folgen, ich muss die Erklärung des Propheten a.s.w. nicht beachten, ist kein Muslim, weil er den Koran verleugnet. Das heißt, wer sagt, ich muss mich nicht an den Weg des Propheten halten, ist aus dem Islam raus, weil er den Koran damit leugnet. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin, subhanaka allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.